Ich war noch auf Medias. Dann fangen wir an. Eine große Blase. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Und ich bin auch dabei. Oh Mann, ey. Ich hatte einen Cheese Macaroni Burger im Burger King. Im Mc's. Scheiße, jetzt ist der Kaffee schon durch, wir haben noch keine Ansage gemacht. Müssen wir nochmal rauslassen. So, wie bereits erwähnt, heute startet ein neues Projekt. Und Elias, das ist doch was für dich hier wieder. Ich habe gehört, es geht um Piaggio, ich habe gehört, es geht um Ciao und es geht um Umbauten. Custom Shit. Oder? Sag mal, du hast schon mehr Infos, du hast mich heute erst informiert. Ich nehme mal ganz schnell mit. Ja? Ja? Ja, okay, alles klar. Ich weiß nur, wir machen irgendeine Ciao, mehr weiß ich noch nicht. Wir machen für die Ribis Marketing, Design. Der hat immer noch kein Mofa. Das ist übel. Der hat zwar ein Honda DAX, aber es ist ein Klimamotorrad und wir brauchen das Mofa. Mit dem machen wir jetzt einen Ciao parat. Den Vorab habe ich schon mit ihm diskutiert. Was will er? Wir können ein bisschen zuerst in die Ciao anschauen, oder? Oh Mann, ey. Ja. Können wir jetzt kurz Fahrstuhlmusik reinmachen? Wir fahren jetzt zu unserem Estrich. Wie heißt das auf Schweizerdeutsch? Estrich. Da stehen ein paar Hobel und einer davon, Ribi ist seine Ciao. So, rein da, Freunde. Ah! Hast jetzt du hast mir den Finger kaputt gemacht. Darfst nicht wieder von der Blatter reden, weil die hast du jetzt im letzten Video schon gehabt. Oder im nächsten. Alles gut, nichts passiert. Also. Oh, ich bin falsch. Ich hab ihn. So, Freunde. Hier ist unser... Reserviert Philipp Riebkäs. Wie bekommst du den Sattel? Piaggio Ciao ist ein älteres Modell, oder? Alte Version, yes. Ist da eine fucking Pumpe drin? Pumpe dabei. Vor längerer Zeit hat unser lieber Ribis diese Ciao mal gekauft. Die Zen-Ciao oder die Zet-Ciao? Das ist jetzt wieder so eine Glaubensfrage. Ich sag diese. Ist eine Dame. Ich meine, wir können die schon umbauen. Also, ich habe eine Vorstellung. Ich habe mit ihm diskutiert, wir sind zusammengeguckt. Er hat mir recht präzise gesagt, wann er wollen hat. Philipp, wenn wir den Töffli-Umbau anfangen, was hast du dir vorgestellt? Wie würdest du das genau haben? Am liebsten so, wie es gewesen ist. Auch alles original ist, alles gut. Gepäckträger war geil. Ja gut, dann haben wir eigentlich alles. Dann habe ich deine Wünsche aufgenommen und werden wir das so aufführen. Ich rufe dir dann mal, wenn du es erst mal anschauen kannst. Danke, dass endlich wir noch ein Jahr die annimmst und dann das Projekt loslegst. Und eben, wir machen natürlich, was er will. Und das ist der Barry Custom-Shit. Custom? Er hat gesagt, richtig. Ah, Schutzblech weg, Gepäckträger alles weg, andere Gabel, andere Lenker, einfach brachial. So richtig eskalieren. Brachial. Dürfen wir eskalieren? Wir dürfen vielleicht sogar das Thema sagen. Mad Max Ciao Projekt. Wenn wir den Rahmen spreizen und so, scheißegal. Einfach wirklich. Das wollten wir schon lange mal machen. Endlich. War uns halt immer zu schade, aber wenn er sagt, wir können das machen mit seinem. Alles klar. Das ist sein Wunsch, dann machen wir. Dann ab in die Werkstatt, das ist das neue Projekt. Wird jetzt 2-3 Videos darüber geben. Wir geben richtig Gas. Heute mal alles zerrupfen, Zustand anschauen und direkt anfangen. Der Tine startet übrigens noch am Rosch, ist sein 27. Velux. Oha. Da hat der Vater einfach keinen von denen. Filmst du meinen Papa? Oh, jetzt hier ist erstmal ein Tageslicht. First stop, first run. Mach mal an das Ding. Das ist so krass, wenn jetzt läuft ja noch. So 70. Also komm, Pumpe, Benzin und Hühner. Okay, wir haben gerade spontan beschlossen, wir möchten einmal kurz eine Runde fahren. Einfach bevor der Umbau startet, einmal kurz zeigen, ist Zustand, läuft er. Aber eigentlich ist es egal, weil wir eh alles neu gemacht. Motor auch, oder? Wollt ihr auch einen Motor machen? Tuning, mehr Dampf. Ja. Er hat gesagt, er will ein paar... Das bitte noch mal kurz einblenden, mit ganz nah ans Gesicht ranzoomen. Er hat gesagt, er wird mit dem paar Wheelies fahren und da. Ja, muss doch etwas laufen. Ich find's auch so geil. 3 Kanister und alle leer. So kann ich nicht arbeiten. Ich nehme jetzt einfach von jedem den letzten Schluck, der noch drin ist. Mehr gibt's halt jetzt nicht. Ach komm! Guck mal. Oh, geil, über die Runde. Wichtig ist beim Arbeiten immer ein bisschen stöhnen. Klingt, als ob ihr wirklich ein schweres Leben habt. Alter, krass, das ist ein Deckel mit Ventilöffner drauf. Guck mal. So, danke, Ribis. Wichtig ist, wenn er läuft, möchte einen Burnout sehen. Ohne Öl im Getriebe, ey. Scheißegal. Das weiß ja keiner, kann Rote rausschneiden. Ribis! Mach mal hier einen Joke rein. Achtung, wenn du Burnout machst, Achtung! Oh.
die jetzt auf einer Chao, die nicht läuft, ist mal ein ganz neues Bild. Kennt man gar nicht. Sieht das bei mir aus oder ähnlich aus? Und ja. Für Bernhard reicht's nicht. Das heißt, wir wissen, der Motor ist nicht komplett Schrott. Wieso bin ich so aus der Puste? Gott, wir sind alt. Gott, wir. Hab kurz getreten. Ne? Warte, ich doch schnell. Boah, Alter, was eine Fahne, ey. Freunde, wir haben einen Plan. Elias ist hier fleißig am Zeichnen. Er hat ja ein paar genaue Ideen und Inputs vom Philipp Ribi bekommen und setzt jetzt hier gerade auf einer kleinen Zeichnung um. Wir versuchen natürlich, das so gut es uns möglich ist, auch zu bauen, dass am Schluss zufrieden ist. Mad Max Style ist der Plan und für Mad Max muss das Ding eigentlich komplett anders aussehen als jetzt. Deswegen strippen wir das heute bis auf den Rahmen. Das heißt, am Ende des Videos haben wir den Rahmen hier leer vor uns liegen, müssen uns eine Farbe aussuchen. Das Ding wird komplett neu lackiert, aber wird auf jeden Fall gut aussehen. Danach bauen wir wahrscheinlich gar nicht mehr allzu viel dran von dem, was jetzt da ist. Es wird viel Customer. Es wird viel ausprobiert und am Ende sieht das Ding hoffentlich anders aus wie jede andere Chao, die aktuell auf der Straße unterwegs ist. Sieht doch absolut aus, als ob der damit auf der Straße unterwegs sein oder wird. Abseits von der Straße. Grobe Idee haben wir, Freunde. Und das gilt es jetzt in den nächsten Wochen umzusetzen. Ihr seht das hier auf dem Channel. Deswegen fangen wir am besten direkt an. Sind wir systematisch. Jetzt wir als allererstes wir machen eine Kiste in die Kiste rein und am besten noch in Tüten rein. Da gibt es so Kisten wie von Marvin. So. 7 Wochen nach Ende Projekt liegt jetzt immer noch rum. Zerrupfen. Große Schraube. Genau. Let's go. Alter, wie geil sind jetzt Chao schon, oder? Ohne Heckblech aus. Jetzt Schiii. Schon, weißt du? Jetzt vorne Blech noch weg, dann wissen wir langsam, wo es geht, voll oder? Geil. Also, wenn ich eine Chao hätte. Ja, dann genau so fahren! Weiter geht's, vorne weg machen. Hängt denn das? Aber wahrscheinlich sind da noch Schrauben an der Seite, ja. Wirklich? Nein! Oh, so, ah, da unten, guck mal. So doof. Falls jemand weiß, was das heißt, schreibt es in die Kommentare. Was steht? Bobali Balve Azij. Aber ist ja nicht original, das hat irgendwer hier reingeklebt. Stell dir vor, das heißt jetzt so, helfen Sie mir, ich bin in einem Chao-Werk gefangen. Jetzt ist auch schon egal. Sorry, Bro. Zu spät gesehen. Ich habe wieder so ein kleines Röhrchen wie im Roche. Ja, süß. Also, wie im Roche ist im Chao. Ah, okay. Entschuldigung. Ja! Geil. Es kommt was Komisches zum Rausnehmen. Ja, das so, ist echt so. Ah, es geht irgendwie gar nicht, aber hä, hey, aber irgendwie musst du doch so ein bisschen würgen, aber hä, hey, aber irgendwie... So. Ja, und? Runter. Boah, voll in die Fresse. Das ist ein toller Baby. Süß. So, fertig. Zieh raus. Zieh raus, sagt er. Ich bin nicht so eine. Und falls ihr euch wundert, warum Elias gerne was in die Nase steckt. Das hat's gebraucht. Schnell ein bisschen aufräumen. Wie immer, ein bisschen aufräumen. Aber nicht
zu viel. Nicht zu viel. Elias, wie sieht's jetzt aus mit Abmoderation? Machst du? So Leute, das war's auch schon mit dem Video heute. Wir werden in den nächsten Wochen hier fleißig weitermachen. Scheiß Misch, finde ich, Digga. Das könnt ihr jedenfalls hier auf YouTube begleiten. Deswegen nicht vergessen, diesen Channel zu abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. In den nächsten Wochen werden wir aus diesem Rahmen ein Unikat bauen. Wir wissen selbst noch nicht genau, was wir vorhaben oder was uns da alles noch so in den Sinn kommt. Deswegen sind wir angewiesen auf eure Vorschläge. Mad Max Mofa ist das Motto. Was fällt euch da als erstes ein? Schreibt es in die Kommentare. Was siehst du als Mad Max als allererstes? Fette Pneu. Fette Reifen? Richtig stolle Pneu. Fett. Ich sehe da eine ganz spezielle Lackierung, die viel aushält. Und wenn ihr noch mehr Ideen habt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Wir geben ab nächster Woche wieder richtig Vollgas. Ich spiele Schluss. Scheiße, Digga, hast du es jetzt gerade zugemacht? Ich glaube, es ist Zeit, hier gleich mal Schluss zu machen. Ihr seht es, einige Teile, die wir nicht mehr verwenden. Also wir haben wirklich eigentlich 70% des Mofas jetzt hier liegen, wo nicht mehr verbaut wird. Einige Sachen, wie der Motor zum Beispiel, die werden quasi getuned und revidiert. Räder brauchen wir alles noch. Aber ansonsten das ganze Blechzeug, Lenker und so. Nächster Flohmarkt incoming, ihr wisst Bescheid. Elias, wir machen Feierabend. Marc räumt noch ein bisschen auf, meinte er. Wir haben heute noch was vor. Abfahrt. Abfahrt. Tschüss.